Jetzt hört man, man ahnt es schon ein bisschen an den Kostümen, die wir sehen, ist schon seit vielen, vielen Jahren eine Gruppe, die ja immer mit zu den großen Highlights des Abends gehört. Sie haben sich sehr viel einfallen lassen. Es geht nämlich um die Gruppe Orientalischer Tanz, jetzt unter der Leitung von Ines Hennecke. Tja, und heute steht hier sogar nicht so richtig was auf eurem Zettel, denn wir sollen uns alle mal ein bisschen überraschen lassen, denn die Gruppe hat sich nochmal was ganz Besonderes einfallen lassen. So heißt es. Also, lasst mich uns überraschen, was sie sich haben einfallen lassen. Hier ist Orientalischer Tanz. Thank you.
Ja, vielleicht hat man schon mitbekommen, das ganz Besondere war eben, wenn man das Ganze genau, wenn man die über Jahre verfolgt hat, weiß man, es waren Ausschnitte aus den Choreografien der letzten 13 Jahre, denke ich, mit den Kostümen da dazu. Und die junge Frau, die sich da gerade so bedankt hat, sich da besonders drüber gefreut hat, das ist Linda Rudolph. Und die Linda hat diese Gruppe nämlich genau seit 13 Jahren betreut. Seit dem Sommersemester 2003 war sie im Universitätssportzentrum tätig. Sie leitet diese Gruppe mit viel Engagement und Leidenschaft. Und hat immer tolle Choreografien erarbeitet. Und Linda, komm bitte zu uns hoch. Ich muss dazu sagen, ich kenne die Linda noch ein bisschen länger, denn die hat bei uns am Institut Musiklehrerin studiert. Und das ist sie nun mittlerweile auch. Mit Leib und Seele, Linda. Nochmal Applaus für die Linda. Und natürlich möchte sich auch das Universitätssportzentrum bei einer so langjährigen Übungsleiterin herzlich bedanken. Und deshalb ein kleiner Dank auch vom Universitätssportzentrum. Gut, dass ihr die Tasche dazu geschenkt habt. Da kannst du jetzt alles reinstecken. Wunderbar. Ja, Linda hat uns immer sehr, sehr viele schöne Momente beschert. Ich weiß auch noch, mit Live-Musik, mit der Big Band. Du hast Solo getanzt mit der Heavy Swing Band, haben wir das alles gemacht. Viele, viele tolle Ideen. Auch immer so mit einer gewissen Botschaft dahinter, die du dir hast einfallen lassen. Und dafür möchten wir dir vielmals danken und wünschen dir für deine Zukunft, auch für deine tech-social Zukunft, alles, alles gut. Ich weiß, in der Schule machst du auch wieder tolle Sachen, habe ich schon gehört. Also, nochmal herzlichen Dank an die Linda Rudolph und an die Gruppe Orientalische Tanz. Jetzt von der Leitung in die Helge. Ja, das ist schon...